Das Auswärtige Amt wurde vor 150 Jahren gegründet. Das ist aber nicht nur ein Grund zum Feiern. Denn dafür hat sich die deutsche Diplomatie in dieser Zeit zu oft auf verhängnisvolle Abwege begeben. Geschichte wiederholt sich nicht. Doch nur wer seine Vergangenheit kennt und aus ihr die richtigen Schlüsse zieht, kann die Zukunft gestalten. Und deshalb lassen Sie uns zunächst einmal zu einem Ort gehen, der so etwas ist wie das Gedächtnis der deutschen Außenpolitik, unser politisches Archiv. Hier lagern 27 Kilometer Akten und Verträge aus der bewegten Geschichte der deutschen Außenpolitik, aus dem Deutschen Reich, aus der Bundesrepublik Deutschland und aus der DDR. Und wenn hier jemand den Überblick hat, dann ist es Frau von Böselager, die Leiterin des politischen Archivs im Auswärtigen Amt. Hallo, Frau von Böselager. Ich freue mich sehr, Herr Minister, dass Sie da sind. Dann wollen wir jetzt mal mit dem Fahrstuhl in die Geschichte fahren. Darf Gerne. Ich Sie bitten? Dieses hier ist das Stück, weshalb Sie eigentlich hier sind. Das ist nämlich der Gründungserlass von Bismarck für das Auswärtige Amt. Also damals ist dann 1870 das Auswärtige Amt gegründet worden. Ja, und so hat das Auswärtige Amt in Berlin mal angefangen. Man glaubt das kaum. Da sind wir doch jetzt ein bisschen anders aufgestellt. Ein bisschen größer geworden. Ja. Was Sie hier sehen, das ist ein wirkliches Dokument des Multilateralismus für Deutschland 1926. Da ist es aufgenommen worden in den Völkerbund. Und damit ist nach dem Ersten Weltkrieg jetzt wirklich wieder Deutschland auf der internationalen Bühne und kann in alle Richtungen wieder Politik betreiben. So schlicht kann so etwas sein, aber das ist der Anfang von Multilateralismus im 20. Jahrhundert. Sehr schön. Ja, liebe Frau Böselager, vielen Dank. Was Sie uns gezeigt haben, hat ja auch so ein bisschen was Geheimnisvolles, wie Geschichte auch. Das ist wirklich ein ganz besonderer Ort, den wir hier haben im Auswärtigen Amt. Und wir wissen den bei Ihnen in guten Händen. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch. Sie können sich vorstellen, dass die Personalpolitik des Auswärtigen Amtes in diesen Anfangszeiten noch eine ganz andere war. Alle bisherigen Außenminister waren Männer. Und auch die höchsten Beamten waren über Jahrzehnte fast alle männlich. Frau Pfaff ist hier im Auswärtigen Amt die zuständige Referatsleiterin für Personal und Organisation. Hallo, Frau Pfaff. Hallo, Herr Minister. Was tun wir denn im Auswärtigen Amt alles, damit das Amt endlich diverser wird? Ja, vielleicht vorab, viele denken ja bei Diversität an Frauenförderung, aber Diversität ist natürlich viel mehr. Das umfasst die Aspekte Geschlecht, sexuelle Orientierung, aber auch Herkunft, Alter, Behinderung, Religion, aber es gehört natürlich auch soziale Herkunft dazu oder Familienstand beispielsweise. Wir haben zwei große Ziele. Wir wollen als Auswärtiges Amt in der Belegschaft diverser werden. Und wir wollen ein inklusives Arbeitsumfeld schaffen. Und um das zu erreichen, haben wir eine eigene Arbeitseinheit eingerichtet für Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Die wird geleitet von meiner Kollegin Dr. Susanne Ohlberg. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dabei ganz eng mit unseren Interessenvertretungen zusammenarbeiten, also mit Rainbow, mit Diplomats of Color, mit dem Frauenverein, aber auch mit unserer Gleichstellungsbeauftragten und der Vertrauensperson der Menschen mit Behinderungen. Vielen Dank, Frau Pfaff, aber vielen Dank vor allen Dingen für die wichtige Arbeit, die Sie hier im Auswärtigen Amt leisten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gerne. So, und hier werfen wir mal einen Blick in die Zukunft der Arbeit im Auswärtigen Amt. Frau Gonsior und Herr Müller, Sie beschäftigen sich jetzt hier mit der Zukunft der Arbeit im Auswärtigen Amt. Und wir alle fragen uns natürlich, wie wird die denn aussehen? Naja, zum Beispiel hat die Covid-19-Krise ja auch schon gezeigt, dass wir in Zukunft nicht mehr nur im Büro arbeiten werden, sondern häufiger auch von zu Hause oder an ganz anderen Orten. Und das ist nicht nur hier so, Herr Müller, sondern das ist auch auf der ganzen Welt bei den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die über die ganze Welt verteilt sind. Genau, das betrifft auch andere Länder, allerdings in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also wir beziehen unsere Kolleginnen und Kollegen im Ausland da auch eng mit ein, wie zum Beispiel Mascha Schajovic von unserer Botschaft in Tel Aviv, mit der wir uns jetzt auch gerade per Video austauschen. Guten Tag, Herr Minister. Wie sieht das denn bei Ihnen aus vor Ort? Ja, wir sind als Botschaft natürlich in einem Land zu Hause, das sehr stark digitalisiert ist, sowohl im privaten als auch zunehmend auch im öffentlichen Sektor. Die Arbeit wird zunehmend digitaler, mobiler und natürlich auch im israelischen digitalen Umfeld viel angenehmer. Da haben wir alle noch einiges zu tun, aber ich glaube, Israel ist dafür ein richtig guter Ort. Israel mit seiner Start-up-Szene und Israel ist digital noch, glaube ich, ein gutes Stück vor uns. Und deshalb sind wir ganz gespannt auf das, was Sie in Israel tun in der Beziehung.
Ja, wir sind auch alle gespannt. Mal sehen, wie sich das alles so entwickelt. In diesem Raum treffe ich viele meiner internationalen Kollegen zu den sogenannten bilateralen Gesprächen. Hallo, Frau Kaltenbach, Herr Schmieger. Sie beide arbeiten im Sprachendienst des Auswärtigen Amtes und Dolmetscherinnen und Dolmetscher sind für unsere Arbeit, für meine Arbeit unverzichtbar. Erzählen Sie uns doch ein bisschen, Frau Kaltenbach. Das ist sicherlich eine sehr interessante Arbeit, wenn ihr mir viel erlebt. Denn wir sind ja zuständig sozusagen, wenn Sie gemeinsam auf internationaler Ebene multilaterale Ziele mit Ihren Partnern, mit Ihren Kollegen überall in der Welt abstecken und dann eben auch erreichen wollen. Dazu braucht man Verständigung. Bei Verständigung kommen wir Dolmetscher ins Spiel. Wir bringen unsere jeweiligen Kenntnisse der jeweiligen Fremdsprachen ein, um eben Kommunikation für Sie zu ermöglichen. Und wir versuchen natürlich auch immer, den kulturellen Hintergrund jeweils einfließen zu lassen bei der Übertragung. Schmieger, wie hat sich denn Ihre Arbeit durch Corona verändert? Wir sind mit neuen, völlig unbekannten großen Herausforderungen konfrontiert worden. Allein schon deswegen, weil bei Ihren Begegnungen wir nicht am selben Ort sind wie die übrigen Gesprächsteilnehmer. Und das hat dazu geführt, dass also sowohl die Teilnehmer an den Gesprächen als auch wir Kolleginnen und Kollegen in noch größerem Maße als bisher ohnehin schon von gut funktionierender Technik abhängen. Und andererseits haben uns diese ja etwas ungewohnten Arbeitsbedingungen in letzter Zeit noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ja auch der unmittelbare persönliche Kontakt ist, um wichtige politische Anliegen überzeugend vermitteln zu können. In der deutschen Ratspräsidentschaft haben wir uns zum Ziel gesetzt, Europa und die Europäische Union stärker, solidarischer und souveräner aus der Corona-Pandemie und der Krise, die damit zusammenhängt, herauskommen zu lassen. Frau Martin und Herr Canzo arbeiten im Arbeitsstab Ratspräsidentschaft 2020. Sie sind vielleicht die Richtigen, die man fragen könnte, was sind denn die größten Herausforderungen, die uns in der Ratspräsidentschaft begegnen, gerade wegen der Corona-Pandemie? Herr Canzo. Ja, wir müssen natürlich die Corona-Pandemie selbst und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen in Europa gemeinsam bewältigen. Dafür haben wir jetzt mit der Einigung bei den EU-Finanzen für die kommenden Jahre eine sehr gute Basis gelegt. Darüber hinaus wollen wir aber auch bei einer ganzen Reihe von Zukunftsthemen die Weichen für ein starkes Europa stellen. Das sind Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit, aber auch die Rolle Europas in der Welt. Und schließlich wollen wir auch die Verhandlungen über das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in Zukunft abschließen. Frau Martin, ich höre überall, dass alle ganz froh sind, dass Deutschland die Ratspräsidentschaft hat. Und irgendwie glauben alle, dass wir alle Probleme lösen können. Das wird, glaube ich, nicht ganz funktionieren. Was ist denn realistisch, was können wir und was möglicherweise nicht? Ja, diese Liste an Herausforderungen zeigt eigentlich schon, wie hoch diese Erwartungen an uns in Brüssel sind, dass wir jetzt ganz viele Probleme lösen. Jetzt sind wir technisch gut aufgestellt. Was jetzt wichtig ist, ist das politische Engagement, dass wir in diese Ratspräsidentschaft stecken und dann sehen wir mal, was wir alles schaffen in diesen kommenden Monaten. Jetzt kommt es darauf an, dass wir alle hier im Auswärtigen Amt in den nächsten Monaten gut zusammenarbeiten und die Erwartungen, die es in uns gibt, auch erfüllen können. Dankeschön. Die Ratspräsidentschaft wird wegen Corona praktisch etwas anders sein, als wir uns das vorgestellt haben. Viele Treffen werden nur virtuell stattfinden können. Und davor haben wir uns hier ein eigenes Studio sogar eingerichtet. Ähnlich wie die Digitalisierung wird auch das Thema Klima zu einem immer entscheidenderen Faktor in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist Herr Morgenstern aus dem Bundesumweltministerium und er ist für uns in Brasilien. Und dort macht er für uns Veranstaltungen zum Thema Klima und Außenpolitik. Hallo Herr Morgenstern, was gibt's Neues? Ja, wir haben ja einiges bewegt, Herr Minister. Vor 2 Jahren hat sich in Brasilien eigentlich noch keiner richtig mit der Verbindung von Klimaschutz einerseits und Sicherheitspolitik andererseits befasst. Wir haben alles versucht, um dieser Debatte in Brasilien mehr Schwung zu geben und waren dabei auch erfolgreich. Wir haben Veranstaltungsreihen durchgeführt und wir haben damit geholfen, dass Akteure aus der Klimacommunity und Akteure aus dem Militärsektor viel mehr sich miteinander zu diesem Thema austauschen. Was mich dabei besonders freut, wir haben auch geholfen, hier einen regionalen Player zu diesem Thema aufzubauen. Unser Partner Instituto Igarapé aus Rio de Janeiro hatte vor 2 Jahren eine Mitarbeiterin, die mit uns zu diesem Thema zusammengearbeitet hat.
und inzwischen sind es 7 Mitarbeiter. Und das Thema Klima und Sicherheit ist zu einem Schwerpunkt des Instituts geworden. Das ist für mich ein Beispiel, dass wir mit den Mitteln des AA-Klimafonds hier wirklich eine sehr sinnvolle Arbeit machen können und den Dialog im Land unterstützen können. So, von Brasilien nun nach Burkina Faso und von dort sind uns nun zugeschaltet Frau Lindstromberg und Frau Nana. Ja, wie war denn die Lage in Burkina Faso vor der Pandemie und was hat sich seitdem verändert, vor allen Dingen mit Blick auf die humanitäre Lage im Sahel? Die Lage hier vor Ort ist schwierig. In den letzten 1,5 Jahren ist die Zahl der Menschen, die aus ihren Gemeinden vertrieben wurden, von unter 50.000 auf fast 1 Million angestiegen. Durch die Pandemie hat sich die Situation nur weiter verschärft. Viele Gesundheitszentren müssten aufgrund der Gewalt im Land schließen. Für die Menschen hier gibt es deshalb inmitten der Pandemie keine ausreichende medizinische Versorgung. Experten meinen ja, dass die Pandemie erst an ihrem Anfang ist in Burkina Faso. Und deshalb fragen wir uns natürlich, was können wir tun, wie können wir helfen aktuell, aber was können wir auch dafür tun, dass auch diese Länder schneller aus der Krise können. Und Herr Junginger aus dem Referat für die humanitäre Hilfe, der kann uns vielleicht einiges sagen, was wir tun und was wir noch weiter tun können in dieser sicherlich schwierigen Situation. Die humanitären Folgen sind dramatisch. Auch aufgrund der Pandemie werden in den nächsten Wochen in der Sahelregion mehr als doppelt so viele Menschen an Hunger leiden wie in den Vorjahren. Selbst eine Eindämmung des Virus bedeutet daher noch kein Ende der Krise. Wir unterstützen deshalb ganz konkret Hilfsmaßnahmen, um Menschen in Not mit Nahrungsmitteln zu versorgen und um sicherzustellen, dass sie beispielsweise eine Ärztin besuchen können. Ihre Ideen sind uns wichtig, wenn wir Außenpolitik weiterentwickeln wollen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders darauf, mit Ihnen über die wichtigsten Fragen in diesem Jubiläumsjahr diskutieren zu können.